Und mein Lieblingsmärchen ist ja das Märchen von Aladdin. Und das möchte ich jetzt nochmal musikalisch nacherzählen. Bitte Musik ab. Ein Junge, der eine Lampe besaß, voll Magie, voller Zauber und Macht. Denn ein Geist in ihr war, der jeden Wunsch ihm gebar, alles, was er sich erdacht. Bis ein Zauberer kam und die Lampe ihm stahl und in Knechtschaft ihn erbarmungslos zwang. Doch der Geist und der Junge verbündeten sich und der Zauberer lebte nicht lang. Er heißt Aladdin, der Geist, der dient ihm. Oh, Aladdin wird Profit daraus ziehen. Was für eine coole Masche, der Geist aus der Flasche macht ihn reich auf die Rasche, Aladdin. Und dieses Märchen hat eine Fortsetzung in der realen Welt. Das Märchen könnte zu Ende da sein, doch der Zauberer lebt, was für ein Schock. Aladdin jetzt gefangen in schwarzem Stein, vom Zauberer versklavt im Black Rock. Und er zwingt Aladdin und der Geist, der dient ihn, mit dem Ziel allumfassender Macht. Von jedem Geschöpf schier alles zu wissen, bis das Konto der Schattenbank lacht. Er heißt Aladdin, der Geist, der dient ihm. Oh, Aladdin wird Profit daraus ziehen. Der Zauberer, der alles weiß nun und kann, hat alle Macht in sich vereint. Ja, das Böse regiert, doch es kleidet sich grün, vieles ist nicht, wie es scheint. Der Geist aus der Flasche macht ihn reich auf die Rasche, keiner riecht, wie alles stinkt. Wer der Zauberer ist, der die Kreide frisst, sein Name ist Larry Fink.